Es ist so roh und brutal, dass keine Zeit bleibt, Angst zu zeigen. Er hat mich gesegnet, deshalb darf ich humbled bleiben. Ich bin ganz alleine, lache klammheimlich, mank der Eisenbalken, einen unvergleichlichen Rhyme-Stil angeeignet. Wann die Ampel schaltet, ist mir angesichts der Weisheit egal. Wenn ein Äonenherzschlag nicht ausreicht, schreibe ich astral. Karl rasiert den Windzug spüren, trete ich in die Pedale. CR7Z, ein letzter Gesandter im Schneeballsystem einer kalten Welt, angepasst wie Camouflage. Ein Hammeralbum nach einem stressigen Arbeitstag. Was ist Message und was bla bla bla? Dennoch verheddert wie eh und je mit dem edelsten exakten Bretternagelschlag. Gestern strich ich Fassaden, heute verleg ich Laminat. Morgen zieh ich Messer ab und cut Salat. Löffel Hater aus wie Avocados. Mach mir nen Tee, leg mich im Bad in die Wanne, lese nen Pamphlet und gehe schlafen. Zurück zum Kind, nichts ist so unerschütterlich. Yin ist der mütterliche Beschützerinstinkt. Yang ist die Vielfalt durch den unerbitterlichen Krieg mit dem Innen und Außen, das mir zeigt, wie wichtig es ist. Ich behüte es und nein, ich unterdrück es nicht. Es ist der Schlüssel und der Sinn, der mir Erfüllung bringt. Das Kind, das nicht auf dem Spielplatz war, sondern lieber auf Baustellen in Traumwelten ist und in vereiste Springen. Christoph Hess, das hier ist richtiger Rap für mich. Ob sich deine Ansicht damit deckt, ist echt nicht mein Business. Verdächtig, du willst es, vielleicht hast du's bitter nötig. Es gibt so viel Schwachsinn in unserer sogenannten Hip-Hop-Szene. Ich für meinen Teil bin ziemlich stumpf geworden. Seitdem ich abstrakt gehört hab, hat mich fast nichts umgeworfen. Ich suche mit Vorsicht nach guter Musik, aber bin dermaßen reckless in meinen Texten, als schrieb ich sie mit Blut auf Papier. Suffer. Oft bin ich wieder dem Suff verfallen, habe mir oft gesagt, hör endlich auf damit, du musst gedeihen. Der Schuss ging nach hinten los, ich war verwirrt im Kopf und wusste nicht, wie finde ich bloß etwas, das mir meinen Frust austreibt. Nur zu schreiben ist schon cool und so weiter, ich weiß, ihr habt es gut gemeint, mir zuzureden, von wegen stay true to life. Das Schicksal zeigte mir die Weite des Horizonts und meine große Liebe hat mich weit von der Pein fortgenommen. Zurück zum Kind, nichts ist so unerschütterlich. Yin ist der mütterliche Beschützerinstinkt. Yang ist die Vielfalt durch den unerbitterlichen Krieg mit dem Innen und Außen, das mir zeigt, wie wichtig es ist, ich behüte es und nein, ich unterdrück es nicht. Es ist der Schlüssel und der Sinn, der mir Erfüllung bringt. Das Kind, das neben Bahnhofsgleisen Gänseblümchen pflückt und Fremde fragt, ob sie sie vielleicht haben wollen für 5 Pfennig. Jahrelang bin ich durch die Hölle gelaufen, das könnt ihr mir glauben. Völlig verausgabt kam ich an als einer brünniger Außenseiter. Jetzt beiße ich auf Granit, sieht man mich, überlegt man nicht, welchen Stempel man aufdrückt. Wendet sich ab, den kenne ich nicht mehr. Das ist der Penner mit Bier, der mit dem Silberblick, der sich in der Ecke verkriecht wie ein ängstliches Tier, der dessen Musik auch seit Jahren keine Benjamins wirft und so weiter. Ich werd wieder in Memento tätowiert. Wie ist das den Menschen nur passiert, ist scheißegal. Hauptsache man ist mit irgendeiner Beleidigung vorbeigefahren. Ist schon gut, ich wertschätze jeden einzelnen Tag. Hab meine eigene Art und tue Dinge, die keiner vermag. Ich hab nicht um Verzeihung gefragt, weil ich die Antwort kenne. Ich muss weiter, ich reich euch die Hand dann an der Grenze. Mir nützt es nichts, ich muss von Sühne singen. Damit ich wieder glücklich bin, komme ich euch entgegen. Zurück zum Kind, nichts ist so unerschütterlich. Yin ist der mütterliche Beschützerinstinkt. Yang ist die Vielfalt durch den unerbitterlichen Krieg mit dem Innen und Außen, das mir zeigt, wie wichtig es ist. Ich behüte es und nein, ich unterdrück es nicht. Es ist der Schlüssel und der Sinn, der mir Erfüllung bringt. Das Kind, das nicht auf dem Spielplatz war, sondern lieber auf Baustellen in Traumwelten ist und in vereiste Pfützen springt. Zurück zum Kind, nichts ist so unerschütterlich. Yin ist der mütterliche Beschützerinstinkt. Yang ist die Vielfalt durch den unerbitterlichen Krieg mit dem Innen und Außen, das mir zeigt, wie wichtig ist es, ich behüte es und nein, ich unterdrück es nicht. Es ist der Schlüssel und der Sinn, der mir Erfüllung bringt. Das Kind, das sich nichts sehnlicher wünscht, als ein Gegenstück zu finden durch höhere Fügung auf dieser verrückten Welt.